Hallo zum neuen Vlog. Wie du schon im Hintergrund sehen kannst, geht es heute wieder weiter mit dem Kimono-Mäntelchen. Also ich habe es jetzt schon mal das zweite Mal Probe genäht, ich habe es auch anprobieren lassen. Mal einer entsprechenden Person, die mal größer ist wie ich und ein bisschen mehr auch ist. Jetzt immer noch schlank, aber trotzdem schaut es halt dann ganz anders aus. Ich habe dann die Ärmel ja bewusst länger gemacht, also die können auf alle Fälle ein bisschen kürzer sein. Dann die Länge auf alle Fälle ein bisschen länger noch, dass einfach nochmal der Po ein bisschen besser abgedeckt ist. Und von der Weite her, vielleicht von der Saumweite, kann man noch ein bisschen was wegnehmen. Da muss ich nochmal so ein bisschen schauen, wie ich es mache. Und mit dem ist ja noch nicht getan. Ich habe jetzt ja nur die Grundform gemacht von dem jetzt, dass man einfach mal wirklich sieht, passt der Grundschnitt oder nicht. Und darauf mache ich jetzt dann die Modellabwandlung. Also bei dem ist jetzt nur so geplant, dass eben vorne hier so eine Satellblende reinkommt, also bis nach unten hin. Ansonsten wäre es nur hochsäumen. So schaut mal der Plan aus. Wie genau das hinten dann beim hinteren Halsausschnitt dann verläuft. Also geplant hätte ich mal nur einen geraden Streifen, also das tue ich dann nochmal ein bisschen kürzen, also ausschneiden und dann kommt nur die Blende eben hoch. Ich schaue jetzt nur, dass ich mal in der hinteren Mitte die Naht habe und dann im Grunde einen geraden Streifen hier einen Ausschnitt nähe. Und sollte es nicht funktionieren, also soll es am Nacken dann abstehen, müsste ich dann eher einen Formstreifen machen und dann habe ich eben da bei der Schulter eine Naht, rechts und links. Ja, aber das ist auch mal zum Ausprobieren, aber zuerst mache ich mal die einfache Variante. Schnitt habe ich auch soweit schon vorbereitet. Also ich habe jetzt hier den Grundschnitt nicht zerschnitten, sondern ich habe es mir jetzt nochmal rauskopiert und dann die Modellabwandlungen dementsprechend eingezeichnet. Und Ärmel nehme ich original, weil da habe ich jetzt nur kürzen müssen und sonst nichts weiter. Heute am Vormittag ist noch ganz was Tolles gekommen, hier dieses Kästlein. Und dadurch, dass ja der Online-Shop so wächst und auch jetzt so viele Kleinteile zusammengekommen sind, habe ich mir jetzt eben so einen kleinen Magazinkasten besorgt und kann da jetzt eben in die einzelnen Schubladen, also richtig toll, eben die ganzen Kleinteile reinmachen, eben so wie Schleifen oder eben die ganzen Velvets, die Strapshalter oder eben die ganzen Schieber, also wirklich alles, was so klein ist, weil ich habe das jetzt aktuell nur so in der kleinen Box eben drin und da verliert man jetzt eben mit der Zeit dann die Übersicht und deswegen habe ich mal sowas besorgt und ich werde das jetzt mal befüllen. Alle Fächer sind jetzt belegt und manche auch randvoll. Ich habe jetzt eben hier Schleifen drinnen, Schieber, BH-Verschlüsse sind auch drinnen, aber ja. Ich habe eigentlich so gut wie alles reinbekommen, ein paar Kleinigkeiten sind nur, also zweiter Kasten wäre sicherlich dann irgendwann mal sinnvoll. Das ist eben mal in schwarz ausgeschnitten mit schwarzem Tüll. Hier vorne kommt jetzt noch eine Satellblende ran. An der Seite ist jetzt noch offen, weil das werde ich jetzt eben in einem schließen, Ärmel und Seitennähte. Ich mache jetzt hier in der Seitennaht dann auch nochmal Schlaufen mit rein, weil jetzt auch nochmal so ein Satellgürtel mit dem Stoff hier rankommt. Und ja, so schaut es mal so weiter aus. Ich bin jetzt so gut wie fertig und es war jetzt bis dahin ein bisschen eine abenteuerliche Reise, weil ja, die Satellblende habe ich jetzt zwar richtig geschnitten, aber sie war zu kurz, ich habe mich damals irgendwie verrechnet beim Ausmessen. Dann habe ich noch so einen Bindegürtel gemacht, den habe ich dann auch wieder in die falsche Richtung geschnitten. Eigentlich habe ich mir schon gedacht, es sollte eigentlich ungedehnt in die Weite sein, aber irgendwie habe ich nachher nicht dran gedacht. Ja, aber jetzt habe ich es richtig gemacht. Und ja, aber ansonsten fehlt jetzt eigentlich nur mehr die Ärmelsäume und den unteren Saum eben hochnähen. Das mache ich jetzt aber morgen und ich zeige dir jetzt mal soweit das Ergebnis. Ich finde, es schaut jetzt richtig total edel und elegant aus mit diesen Satin-Streifen, also mit dieser Satin-Blende. Ich mag auch die Qualität total gern. Und hier kommt der besagte Bindegürtel. Habe jetzt eben auch aus dem gleichen Stoff wie die Blende gemacht. Und eben wie gesagt, die Säume fehlen jetzt nur zum Hochnähen. Wie du vielleicht schon gesehen hast, also hier habe ich jetzt mal mein Kästchen deponiert. Schauen wir mal, wie lange es da bleibt. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, leider lösen sich die Etiketten schon ganz gut. Also hier sieht man es ganz gut.
Da geht es eigentlich schon ziemlich ab. Da sind auch immer die Ecken. Also da werde ich jetzt auf alle Fälle nochmal das wahrscheinlich neu machen müssen. Schauen, was da besser sich dafür besser eignet. Aber hier habe ich zumindest alles schön organisiert und freue mich jetzt total, dass ich das habe. Das ist jetzt hier der Ärmel und ich habe jetzt da kurzfristig noch Änderungen gehabt von der Verarbeitung und habe jetzt hier am Abschluss jetzt eine Saumblende gemacht statt dem Coverstich. Schaut jetzt auch ganz schön aus, finde ich. Und dann hier noch beim Saum unten haben wir auch die Blende gemacht. Also da war ja eigentlich auch der Coverstich geplant, aber hat jetzt auch was. Also es ist halt jetzt ein bisschen standhafter wie vorher. Also mit dem Tüll ist halt ein bisschen leichter fallend, aber irgendwie hat es auch was. Und das ist jetzt mal soweit das fertige Modell. Wenn du jetzt so die ganze Reise von dem Kimono im Mikt gemacht hast, wirst du sehen, dass ich jetzt wirklich einiges auch ausprobiert habe. Es werden immer ein paar Steine im Weg gelegt und nachher kommt es dann doch wieder das eine zum anderen. Aber dann letztendlich entsteht dann doch was Schönes. Und ja, also das soll einfach zeigen, trau dir einfach mal auch was Neues auszuprobieren, auch mal andere Sachen oder auch mal vielleicht ein Projekt anzugehen, das du noch gar nicht gemacht hast. Und ja, und das wird dann einfach so Stück für Stück, man lernt immer wieder was dazu und das ist dann auch wieder gut fürs nächste Projekt. Und ja, mehr habe ich dann eigentlich heute in diesem Vlog nicht mehr zu sagen. Ja, freut mich, dass du bis zum Ende dabei warst und wir sehen uns dann wieder im nächsten Vlog. Bis bald. Ciao.